Ja, hallo und herzlich willkommen in Deinem Garten. Ja, heute waren EU-Wahlen, bei uns auch Bürgermeisterwahlen im Dorf. Wir waren gerade mit den Nachbarn, die haben gesagt, wir wollen nicht alleine runtergehen, sind mit denen mitgegangen. Und ich hoffe, ich habe die richtige Partei für die EU-Wahlen gewählt. Da ich ja hier gemeldet bin und hier lebe, ist es normal, dass ich hier auch wählen gehe. Und Bürgermeisterwahlen waren auch, ja, und Stellvertreter, und natürlich hab ich gewählt nach bestem Wissen und Gewissen, und bleibt abzuwarten, was passiert und was kommt. Und die kleinen Entchen, wollt ihr die wieder sehen? Ich zeig sie euch. Die Muttertiere, da habe ich meine Tomaten abgedeckt, weil ja die jungen Hühner da reinkrabbeln und alles rausscharen, rauspiksen und essen. Mehr das Essen, mehr. Es geht mir nicht um das viele Essen, was die essen, sondern es geht mir darum, dass sie die Kulturpflanzen ruinieren, und da könnt ihr die Kleinen sehen. Die haben die Nacht gut überstanden in der Garage, haben bei den Großen übernachtet, und ihr könnt sie sehen, die fühlen sich pudelwohl hier. Und auch die jungen Hühner tun nur nichts. Die haben auch schon etliche Male schon gegessen und sich ein bisschen gewaschen und getrunken. Und ja. Und nächste Woche gibt es kleine Entchen. Ja, nächste Woche gibt es kleine Entchen, hoffentlich. Mal schauen. Die wollen ihre Eier loswerden. Und ich störe sie gerade, da gehe ich weg. Ja, die Antwort auf Schwalbenjunge ist vorhanden. Ich sehe zwei Schnäbel da rausgucken. Und hier werde ich euch auch die Mama zeigen. Ist geflüchtet. Aber Schwalbennest und Schwalbenjunge, ich sehe zwei Schnäbel, könnten mehr sein. Aber es sei dahingestellt, ich freue mich über jedes Leben. Und schaut euch das an. Junge Hühner und junge Entlein. Und das eine kommt schon in den Kübel und trinkt Wasser. Also so klein sind sie gar nicht mehr. Die sind aber erst 4 Wochen am Freitag geworden. Donnerstag, Freitag. Wir haben heute Sonntag. Also vor 2 Tagen sind sie 4 Wochen alt geworden. Und sind so herzig. Die jungen Hühner liegen bei ihnen. Die tun sich gegenseitig nichts. Ich liebe meine Tierchen. Bis auf die Nacktschnecken, die haben ja die Hokkaidos hinten gefressen. Aber ansonsten, kleine Entchen, junge Hühner, sind alle glücklich, liegen nebeneinander, erholen sich. Jetzt habe ich sie gestört, aber ich gehe auch schon wieder. Tja, die Entchen schlafen ja bei den großen Enten, die Kleinen schlafen bei den Großen. Die vertragen sich, das geht alles wunderbar. Hühner und junge Hühner oder Küken, das ist eher schon ein Problem. Ist halt so in der Natur, kann man nichts machen. Die Enten sind da eher, keine Ahnung, eher fürsorglicher. Sie gehen ihnen eher aus dem Weg. Weil die Kleinen sind doch sehr mutig und laufen schon der Mutter dir nach und versuchen nach ihr zu schnappen. Aus Neugierde, schätze ich mal. Und ja, was ich noch sagen wollte zur Bürgermeisterwahl und EU-Wahl. Nachdem ich mein Kuvert dort in den Kasten geworfen habe, gab es Kuchen. Es gab Kuchen dort zu essen. Ich war überrascht. Und die haben alle mit uns geredet, und zwar haben wir nicht so viel verstanden, aber die haben sich gefreut, dass wir gekommen sind. Und ja, wir versuchen das Beste, zwar mit Google Übersetzer, aber es klappt so halbwegs. Und wir wollen halt dazugehören. Wir wollen uns nicht irgendwie abschirmen und den Eindruck vermitteln, na, ich bin was Besseres oder ich bin jemand und du bist nichts oder niemand. Und das wollen wir vermeiden. Also, folgedessen waren wir auf der Wahl. Wir haben gewählt. Ich hoffe, dass der alte Bürgermeister bleibt. Und der Nachbar gegenüber, der uns immer das Feld bearbeitet und mit Holz beliefert, ist der Stellvertreter. Ist doch was Geiles. Hoffentlich wird er das.
Mal schauen. Ergebnis ist am Abend, spätestens morgen. Bleibt dran, ich erzähle es. Ich erzähle es euch. Ja, ihr hört richtig, es regnet. Es hat von Samstag auf Sonntag geregnet. Es hat von gestern auf heute geregnet. Es regnet jetzt. Ich komme nicht zu meinen Kartoffeln. Das einzige Eltern, was draußen ist. Alle anderen sind drinnen, nur das eine ist draußen. Die muss ich jetzt reinbringen. Und was ist schöner, als bei Regen zu baden? Einfach nur herrlich. Die Kleinen kennen das Gewitter, das Donnern und das Blitzen noch nicht. Aber das sind ziemlich tapfer und brav. Also wettermäßig komme ich mit dem Feld gar nicht vorwärts. Ich habe schon angefangen, das Unkraut ein bisschen zu rupfen bei den Kartoffeln, aber ich komme nicht weiter. Der Boden ist nass und jetzt regnet es ja schon wieder. Es hat ja in der Nacht geregnet. Von Samstag auf Sonntag hat es in der Nacht geregnet. Zwar nicht viel, aber der Boden wird nicht trocken. Und es regnet schon wieder. Ich habe es zwar angefangen, aber ich bin mit der Zeile nicht fertig geworden. Meine Zeilen sind zwar nicht groß, aber dennoch komme ich nicht vorwärts. Die einzigen, die sich bei Regen freuen, sind die hier. Die haben auch schon ausgiebig gebadet. Na, was macht man, wenn es regnet? Baden. Katze, Nolina, du magst den Regen gar nicht, ha? Sie mag den Regen gar nicht. Und jetzt, wo ich dachte, es hört auf zu regnen, regnet es stärker wieder. Ach, die Dachdecker waren schon da, wir wollen ja das Dach ein bisschen reparieren lassen. Die waren da und haben gesagt, die können erst anfangen, wenn ich den Wasserhahn zudrehe. Zuerst habe ich nicht verstanden, was er meint, aber danach habe ich schnell verstanden. Dann hat er nach oben gezeigt, wenn ich den Wasserhahn zudrehe. Habe ich gelacht, habe gesagt, ja, sicher, ich kann das. Aber ihr sehen könnt, es regnet schon wieder verstärkt und ich komme nicht auf mein Feld. Globale Erderwärmung. Jetzt reicht den Kleinen aber auch. Langsam wird sie dann auch zu viel. Sie kriegen jetzt langsam ihre Federn. Der tut dir nichts, Schatzile, der tut dir nichts. Die Braunen hacken nach euch. Der Schwarze ist ein ganz ein Lieber. Da bei der Tür liegt Cocky und eine Henne. Sieht man ganz schwach nur. Und der tut den Küken aber nichts, diesen Entenküken. Die Braunen sind aber richtige Krasseln. Die gehen auf die Kleinen los. Vor allem, wenn die Kleinen essen wollen, dann stürmt er auch hin, da ist er, hinter der Box da hinten. Da stürmt er auf die Futterschale und hackt auf die Kleinen ein. So ein Krastel. Ja, jetzt hat es geblitzt. Das war gar nicht mal so weit. Gerade als ich aufs Feld gehen wollte, da ich mir gedacht habe, ja, jetzt hat es ja 2 Stunden lang nicht geregnet, ich kann wieder was machen, fängt es wieder an zu regnen. Oh, ärgerlich, wirklich ärgerlich. Meine Kartoffeln sind im Unkraut verschwunden und der Regen will nicht aufhören. Oh,
Und es soll heute und morgen und am Mittwoch, also sprich heute Montag, Dienstag, Mittwoch regnen. Besserung ist erst Donnerstag, Freitag, Samstag. Naja. Schaut nicht so gut aus. Ja. Gewitter. Und was traurig ist, ich habe ja in der Garage gesehen, dass die Schwalben zwei Junge haben. Zwei Junge konnte ich entdecken, mehr nicht. Was aber schlimm ist, die Schwalben können bei dem Wetter auch nichts fangen und nichts kriegen. Ich hoffe, dass die zwei Jungen doch über die Runden kommen, überleben. Letztes Jahr hatten die Schwalben im Nest fünf Junge und geschafft haben sie es drei. Jetzt haben sie zwei, ich hoffe, dass es die zwei schaffen. Ja, da bin ich immer so traurig, irgendwie so deprimiert, wenn sowas passiert. Wenn es nachts regnen würde, könnten ja die Schwalben tagsüber Insekten jagen, fangen und den Nachwuchs füttern. Aber so, nachts schlafen sie, tagsüber Regen, keine Chance. Ich hoffe, dass die Schwalben das überleben. So, ich habe hier den mobilen Zaun aufgestellt. Ich hoffe, dass man es sehen kann. So rundherum. Und die Entchen bewegen sich jetzt nur mehr. Die Entchen, die Großen, die Kleinen und die paar Hühner bewegen sich in diesem Bereich. Ja, hinter mir kracht. Ich habe ja schon einmal erwähnt, das Dach muss gemacht werden, bevor es uns auf den Kopf fällt. Und heute ist es soweit. Es geht los. Also die sind richtig mutig. Ich würde mich da anmachen. Und die sind alle auch nervös, weil die nicht wissen, was da losgeht, was da passiert. Gestern Abend war der Nachbar da, ist mit dem Traktor hergefahren, hat einen Anhänger hergestellt. Und ja, es wird gemacht. So, die ersten 3-4 Küken sind schon geschlüpft. 4 Eier angeknackst im Inkubator. Und das Dach wird repariert. So viele Sachen auf einmal. Du siehst ja schon so putzig raus. Ja, von den 7 Kleinen sind es nur mehr 5 geworden. Eines ist am Montag in der Früh tot gewesen in der Garage. Und das andere, das waren eher aber die zwei, wo ich die Befürchtung hatte, dass sie nicht lange leben werden. Mich wundert es nur, dass die doch 5 Monate alt geworden sind. 5 Wochen alt geworden sind. Eines lag heute da unter dem Apfelbaum tot am Vormittag. So, und ja. Gestern haben sie angefangen zu werken. Soweit sind sie gekommen. Nächste Woche geht es weiter. Und ja, jetzt freuen sich meine Entchen. Sie dürfen wieder durchlaufen hier und haben einen großen Garten zur Verfügung. Denn die waren, ich habe hier abgesperrt mit dem mobilen Zaun. Mit dem mobilen Zaun da. Habe ich hier abgesperrt. Also hier, so. Also so, also ja, da. Und hier habe ich abgesperrt, jetzt waren die Entchen 2 Tage nur in diesem Bereich da und die jungen Hühner. Aber jetzt laufen sie wieder durch die Gegend heute, morgen, also jetzt bis am Abend, dann morgen und am Sonntag. Am Abend stelle ich den Zaun wieder auf, aber andersrum, sodass sie nach hinten laufen können. Und wird vorne abgesperrt, denn nächste Woche machen sie das hier. Ich dachte, sie würden das hier beenden, aber anscheinend doch nicht. Nur mal schauen. Ich hoffe, die machen das hier zuerst fertig und dann fangen sie hier an. Und ja, die Schwalben, die sind fleißig. Mittlerweile habe ich gesehen heute, dass es
4 oder 5 Junge sind, also nicht 2, sondern mehr. Also ich sehe 4. Mal schauen, vielleicht kann ich das ein bisschen... 4 sehe ich jetzt. Am Vormittag habe ich 5 gezählt. Ich werde einmal suchen, vielleicht liegt eines auf dem Boden. Ist rausgeschmissen worden, entweder von der Mutter oder von den Geschwistern. Und man sieht, scheißen sie wie die Weltmeister. Aber eine junge Schwalbe liegt hier nicht. Ja, wenn es so viel regnet, wie es in letzter Zeit geregnet hat, auch diese Woche, gestern war der erste trockene Tag. Mittwochnachmittag war es angenehm schon, kalt, aber ohne Regen. Gestern war es auch schon, kann man sagen, angenehm frisch, sagen wir mal so. Und ohne Regen und heute auch. Und ich habe was versucht zu machen mit meinen Kartoffeln, aber das Unkraut jäten, das ging gestern absolut nicht. Der Boden war noch zu nass und habe ich gelassen. Dann habe ich heute in der Früh nochmal versucht und es schaut nicht so gut aus. Es hat ja doch sehr viel und lange geregnet. Und die Nacktschnecken sind mir zuvor gekommen. Die haben manche Pflanzen bis zur Erde weggeknabbert. Also hey, ich habe an manchen Stellen nur meinen kleinen Strunk gesehen, wo mal eine Kartoffel war oder rausgekommen ist. Die Nacktschnecken, ja. Und sonst was zu machen, gab es nicht, weil ich habe am Vormittag hier Unkraut gejätet und ihr könnt sehen, nur die oberste Schicht ist trocken. Wenn ich das hier auf die Seite gebe, ist alles nass. Also, wie gesagt, es ist viel, viel Wasser. Ich bin mal gespannt, ob ich heuer Kartoffeln haben werde. Ich meine, wir essen ja nicht so viel. Wenn wir 15, 20 Kilo Kartoffeln zustande kriegen, ist es auch gut. Hilft uns auch. Denn so viele Kartoffeln essen wir ja doch nicht. Aber was positiv ist, noch keinen Kartoffelkäfer oder Larve gesehen. Ist ja auch was. Tja. Ich werde weitermachen. Was ist noch passiert? Die Hokkaido-Pflanze, die ich da gesetzt habe am Maisfeldrand, die haben sich die Nacktschnecken auch einverleibt. Von den 3, 4, 5 Pflanzen, was gekommen sind, da ist nicht mehr nichts mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wo die in der Erde waren. Da ist alles weg. Gefräßige Biester. Ich sag's euch, gefräßige Biester. Später geht mein Mann mit der Motorhacke da hinten durch. Wir probieren das zwischen den Kartoffeln. Vielleicht kann ich das irgendwie, ja, keine Ahnung, ein bisschen anhäufen oder sonst was. Ich sag's euch, man hat es nicht leicht als Selbstversorger oder möchte gern Selbstversorger. Und schaut euch meine Entchen an, wie glücklich die sind, weil sie da überall dürfen. Ein bisschen frustriert waren sie ja doch, dass sie nicht überall hin konnten. Aber auch die Kleinen, die konnten nicht überall hin, wo sie wollten. Standen vor dem Zaun und haben protestiert und geschimpft. Die verbliebenen 5. Die kriegen jetzt langsam Federn. Das ist einmal eine Bunti. Pünktli. Pünktli sieht Bunti sowas von ähnlich. Schatz? Na, mein Mann hat heute frei und ja, der ist heute zu Hause. Das, was gut ist, weil
Ja, naja, nicht freier Urlaubstag. Ab und zu nimmt er sich einen Urlaubstag, dass er bei mir sein kann. Und schau, wie fleißig die Gras essen. Naja, das passt schon so. Ja, gestern und heute war Schlupftag bei den Enteneiern. 10 sind es gekommen, also 10 sind gekommen insgesamt. Ja, das mit den Haubenenten, dass das passiert, das wussten wir nicht, dass die einen Buckel kriegen können, aber das liegt denen in den Genen. Ja, kann man nichts machen. Aber wir erfreuen uns trotzdem an unsere Tierchen, die wir haben. So, 11 Entenküken sind geschlüpft am Donnerstag und Freitag. In der Nacht ist eines gestorben. Jetzt sind es nur mehr 10. Und ja, Enteneier sind nun mal hart. Und unsere Enten, da sie ja alles zum Essen kriegen und bekommen und finden, sind ja die Eier irrsinnig hart. Also, ja, wundert mich nur, dass überhaupt so viele geschlüpft sind von 24 Eier. Ja, von 24 Eier waren übrigens 2 Eier, da haben sie so, da ist irgendwas durch die Eierschale rausgekommen und das war so pickig, so hart, so wie Harz hat es ausgeschaut. Das heißt, 22 Eier, davon die Hälfte geschlüpft, eine ist schon gestorben, 10 Küken. Und ich verstehe viele, wenn die sagen, nee, Enten will er nicht, wollen die nicht, weil das ist wirklich eine schwierige Angelegenheit. Da schlüpft nur die Hälfte und dann stirbt noch was davon. Und ja, bei den Hühnern ist das doch ein bisschen anders. Da schlüpfen mehr Hühner und überleben auch mehr Küken. Aber bei Enten ist es etwas schwieriger. Und ja, die Hühner, die hauen ihre Jungen, also die Küken, aus dem Nest raus, wenn sie was haben. Das machen auch die Enten, das machen auch die Vögel, alle. Wir Menschen versuchen ja immer, jedes Entlein zu retten oder Küken zu retten. Ja, ich habe versucht, die 2 Enten, die was mir gestorben sind, diese Woche auch zu retten. Entlein sind leider eines Montag, in der Früh war es tot, das andere ist vorgestern gestorben, ist hier tot auf der Wiese gelegen. Sprich, ja, nicht jedes Tier überlebt. Und dann sage ich immer, es ist schwer, man hat ein schweres Herz, dann es tut weh, aber es bringt nichts, dem nachzutrauen, was man verloren hat. Nach vorne schauen, ich habe noch andere Tiere, ich habe noch viel mehr Tiere, an die ich mich erfreuen kann. Und jetzt wieder Entenküken, die meine Aufmerksamkeit brauchen und dass ich mich um sie kümmere. Also bringt das nicht wirklich viel, mich da in Trauer zu hängen oder zu weinen oder zu... Denn ich habe auch viel Arbeit. Ist traurig, dass die Enten, dass die 2 Entlein gestorben sind, aber ja, kommt vor. Kann man nichts machen. Ich hoffe, dass euch mein Video trotzdem gefallen hat. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch. Unten abonnieren nicht vergessen, auf die Glocke drücken, dass mir kein Video verpasst von mir. Empfehlt mich weiter. Und wie es mit meinem Dach weitergeht, halte ich euch auch am Laufenden. Bis dann, tschüss, danke fürs Zuschauen. Schöne Grüße aus Ungarn.